Eins. Aufzeichnung läuft. Uhu, Nüsschen. Guten Tag, hier ist Klaus aus dem Exil und Dirk aus dem Äther. Willkommen bei Fürnüsse, der einzige Podcast, der über 200 plus Kilometer, 200? 150 plus? 173 Kilometer. 173 Kilometer von Tür zu Tür aufgezeichnet wird. Bei dir vorm Haus, ja. Vor deinem alten Haus, bauen sie gerade ein Gerüst. Was? In der Pimmelheimer Straße wird ein Gerüst aufgebaut? Ja, endlich. Also derzeit nur außen an der Straße, aber ja. Wenn ich dich jetzt so manchmal abgehackt höre, dann ist es aber nicht, dass wir das dann so in der Aufzeichnung hören, ne? Sondern das höre nur ich so. Also ich zeichne ja bei mir auf, einen direkteren Draht kriege ich nicht. Ich meine aber, wenn du quasi mich abgehackt hören würdest, dann wäre es auch abgehackt auf der Aufzeichnung. Richtig. Okay. Schreibt uns einfach, wenn es euch nervt, wenn wir keine E-Mail bekommen, gehen wir davon aus, dass es in Ordnung ist. Nee, dann gehen wir davon aus, dass wir das Beste sind, was ihr jemals gehört habt, ihr kleinen, geilen Nüsschen da draußen. Traut man sich mal wieder was, wenn man die Kamera, obwohl Klaus kann ja einfach mal zwischendurch die Kamera anmachen und dann sieht man meinen Hoden gegen die Kamera drücken. Alleine, also dass es Grund genug ist, nicht zu tun. Die Vorstellung, dass ich das sehen muss. Und du guckst auch immer so ein bisschen weg, als ob du nebenbei deine Kniescheibe sezierst. Ich muss hier mal auf den Pegel schauen und bin in GarageBand, weil ich höre mich selbst nicht über Zoom. Und das ist, wenn man in ein Sprachmikrofon spricht, extrem irritierend. Deswegen muss ich ein anderes. Macht es dir auch ein bisschen an? Nee, es ist einfach nur. Aber schön, dass du drum eingegangen bist. Mit Kopfhörern auf, reden und deine eigene Stimme nicht zu hören. Das ist ganz seltsam. Deswegen muss ich hier noch ein anderes Programm offen haben, wenn ich das habe. Und gleichzeitig mal ganz kurz eine Sache abschalten, nämlich Telegram brauchen wir nicht mehr. Klaus, du brauchst Urlaub. Du musst einfach mal abschalten. Wann war denn Klaus das letzte Mal schön auf Mallorca? Ist am Strand vorbeigelaufen, hat sich ein Eimer Sangrita reingerieben. Ja, jetzt können wir ja bald wieder endlich Urlaubsstrände machen wieder auf. Armin Laschet stirbt an BSE. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann kann es doch nur Laschet sein, der irgendwas aufmacht. Ja, Armin Laschet, der deutsche Boris Johnson. Wieso BSE? Hat er 15 Jahre, 20, 30 Jahre altes Fleisch gefunden oder was? Das würde er auch essen. Auch so aus Gründen der Bürgerfreiheit. Meinst du, der ist auch gerade so auf wegen Kanzlerkandidatur, dass er so ein bisschen die Leute versucht, auf allen möglichen Seiten zu küssen, dass er halt so einen Scheiß macht? Oder ist der so doof? Also ich würde sagen, beides. Ist generell jetzt so eine Frage, wer von den drei Schwachmaten von der CDU, die drei von der Tankstelle, da die beste Figur macht. Merz ist ja zum Glück ein bisschen abgesoffen. Also von dem hört man ja gar nichts mehr. Der hat ja richtig Momentum und jetzt ist still geworden um ihn. Spahn, da saß ja mal zeitweise so aus, ob er relativ gute Publicity bekommt, aber von dem hört man jetzt noch nichts. Aber haben sie doch gesagt, dass das generell immer sein Leid ist. Dass er mal kurz dick pisst und dann hat er so zwei, drei Wochen, wo er richtig oben schwimmt. Ja. Und er schafft es immer selber zu verkacken und dann verschwindet er wieder. Ja gut, diesmal hat er Corona bekommen. Das ist nicht nur so bedingt seine Schuld, aber ja, schon ein bisschen witzig. Klingt so ein bisschen wie Sonneborn. Komm schon, ey. Also ich meine, wenn jetzt Boris Johnson, Friedrich Merz und Bolsonaro an Covid-19 gestorben wären, es könnte Schlimmeres passieren. Zum Beispiel, dass sie Covid-19 überleben. Ich habe eher gedacht, dass Boris Johnson, weil er ja so einen schweren Verlauf hätte, dass da quasi irgendwie auch so ein Gedankendurchbruch stattfindet, so eine neue Sichtweise. Ja, ich weiß. Hast du Bleiche getrunken? Ich habe Desinfektionsmittel mir gespritzt. Ja, sarkastisch. Das ist der einzig richtige Weg. Ich habe mit den Wissenschaftlern drüber geredet. Spritzt euch Desinfektionsmittel, da ist keiner drauf gekommen bisher. Ja. Was ist mit ultraviolettem Licht?
Wir testen, was ist damit? Direkte UV-Bestrahlung, wenn du in der Nähe der Sonne bist? Also ja, wirklich dicht dran, so wie der Merkur? Also es ist ja auch so, ne? Ich meine, die Sonnenwinde sollen ja auch richtig schädlich sein. Und zum Glück haben wir ja dieses Magnetfeld. Ja. Und vielleicht kann Trump ja irgendwie das Magnetfeld beeinflussen, dass es weg ist. Dann würden die Sonnenwinde bestimmt die Viren kaputt machen. Also Trump redet so, als ob er Zeit seines Lebens neben sehr starken Magneten verbracht hat. Sir, Sir, das sollten Sie nicht machen mit Ihrem Herz. Und erklärt auch seine Haare. Oh Gott, ey. Das ist echt so krass, so wenn du dir vorstellst, das Geile ist ja, dass 1000 Reporter immer gesagt haben, diese tägliche Pressekonferenz ist total dumm und er soll es lassen. Und es gibt, glaube ich, schon diverse Sender in Amerika, die das immer untertiteln, immer auszugsweise nur zeigen und dann immer untertiteln mit, hat sich wieder selbst übernommen, eine unsachgemäße Information oder Idee zur Behandlung von Coronaviren. Hier hat er mal wieder komplett pleite, irgendwann so eine Dinger. Und jetzt hat er auch gesagt, von wegen, er will nicht mehr jeden Tag eine Pressekonferenz geben, weil er braucht die Zeit für andere Dinge. Zum Golfen. Ja, genau. Neulich hat er auf Twitter geschrieben, also viele Leute haben schon gesagt, er ist sicherlich der Präsident, der in der Geschichte der USA in den ersten 3,5 Jahren am meisten erreicht hat. Er ist der, der am härtesten gearbeitet hat von allen bisher. Also auch wenn du so ein total zugekokster, kaputter Trump-Anhänger bist, also ich meine jetzt nicht Wähler, sondern so in seinem Kabinett so und weißt von wegen, ja, du hast deine Seele dem Teufel verkauft und kriegst jetzt, aber trotzdem, wenn du jeden Tag diese Scheiße hörst, dieses, ich bin ja das Geilste, was das Universum jemals geschissen hat, also da musst du jetzt, also das ist immer so geil, wie oft du dann halt immer in den verschiedenen Situationen, jetzt sind es ganz viele Wissenschaftler und Mediziner, wenn du da die Gesichter siehst, die quasi eh schon vor langer Zeit angefangen haben, alles zu verkaufen, was drinnen in ihnen war, trotz alledem immer noch so ein bisschen fertiger schauen jeden Tag. Deswegen, am geilsten würde ich, aber die sind ja teilweise auch so, also Kellyanne Conway war ja neulich im Fernsehen und meinte ja, Covid 1 bis 18 haben wir ja auch überstanden. Ich weiß gar nicht, ob sie in der Sendung noch korrigiert wurde, wo die 19 herkommt, ich glaube nicht. Ja, das ist ja aber echt so ein Mythos, der sich so ein bisschen breit geklatscht hat, ne? Dass sie immer dachten von wegen, ja, das ist so ein Counter. Die 19 beschreibt schon die 19. Variante von Covid, also von der Corona-Familie. Und hat nichts mit dem Jahr zu tun. Ja, eben. Und dass halt Erkältungsviren auch Coronaviren sind. Ja. Und so, das hat ja keine Aussagekraft. Es beschreibt ja nur die Form des Virus. Deswegen haben ja auch alle, deswegen hieß es ja so lange, das neuartige Coronavirus. Ja, ja. Warst du heute mal draußen? Ich war Fotos machen mit Dortmund, ja. Also ich meine, hat man ein paar Leute gesehen oder? Achso, ja, es war, also ich meine, es ist unter der Woche, wann war es so? Waren wir draußen so 10 bis 2 plus minus? Da ist jetzt generell nicht so viel los. Weil heute der erste Maskenpflichttag war. Ja, in Bus und Bahn. Ja, Bus und Bahn sind wir nicht gefahren. Geschäfte nicht bei euch? Wir waren noch nicht im Geschäft. Also wir waren nur... Ja, ich meine, aber die Pflicht ist doch auch bei euch im Geschäft, oder nicht? Weiß ich nicht. Weil das ist nämlich die Sache, was ich dir, glaube ich, vor kurzem erzählt habe, dass in Brandenburg war ja lange nur Bus und Bahn. Und das hat Voigtke ja auch nur gesagt, weil die Anbindung zu Berlin so groß ist. Sonst hätte er das auch nicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was für eine Scheiße, warum denn? Und genau, und dann hieß es Potsdam, macht aber auch in Geschäften, weil Potsdam sagt, das ist Scheiße. Das kann nicht wahr sein, dass das halt nicht nur die Bundesländer, sondern im Bundesland kann die Hauptstadt des Bundeslandes nochmal was anderes machen, wo ich denke, Alter. Es gab gestern, hat Karl Lauterbach so eine Studie retweetet, wo er meinte, also die Studie, die Pandemie lässt sich aufhalten, wenn 60% der Leute eine Maske tragen, die zu 60% effektiv ist. Mhm. Das reicht. Also halt eigentlich total simpel. Das würde aber bedeuten, trotzdem müssten alle FFP-Masken tragen, obwohl sie gesagt haben, die FFP-Masken sollten nur Mediziner nutzen. Nein, 60, es reicht, wenn die Maske zu 60% effektiv ist. Ja, ja, aber es wurde jetzt Tests gemacht in der Kürze der Zeit, die da war. Und die FFP2 und FFP3-Masken, beziehungsweise die FFP3-Maske hat natürlich den höchsten Standard, soll ja 99% Viren abhalten, hält im Schnitt aber nur 60 ab.
Weil halt einfach das Gesicht so unterschiedlich ist, dass es halt ja, über die schließen Nasen, nicht ab, ja. Genau. Und deswegen wäre 60%, dann müssen wir alle mit FFP3-Masken rumtragen. Also Sie wissen das, also gestern hieß es, die ist effektiv wie medizinische Masken, ist auch eine Mischung aus Seide und Baumwolle in der Maske. Okay. Also was ich gehört habe, dass gerade Baumwolle, das in die selbstgemachten Masken eher doof ist. Okay. Und dass so Funktionsmaterialien wieder ganz geil sind, weil die halt sehr, sehr schnell trocknen. Und das push haben sie das Push Problem, the limit, würde ich sagen. Genau. Dass die meisten ja sagen, ich habe eine Maske und ist gut, aber vergessen, dass die selbstgemachten Masken halt auch sehr, sehr schnell feucht werden und nach einer halben Stunde, Stunde müsst ihr halt schon wieder wechseln. Und das, war, das macht natürlich keinen. Ja, das war gestern halt, also ich meine, gestern halt schon überstrapaziert mit Dortmund, mit der Bahn, die Wohnung kaputt gemacht und dann wieder zurück. Ja. Oh, Molto Phil, unser Lord and Savior. Aber um das nochmal kurz abzuschließen und nochmal reinzukümmeln, was ich auch interessant fand, weil Sie gesagt haben ja ursprünglich, dass die selbstgebastelten Baumwollmasken, die nur dein Gegenüber schützen, nicht dich selber. Mhm. Und da hieß es in den Tests, dass die bis zu 30% Viren zurückhalten. Das heißt, also eine selbstgebastelte Maske hat dann halt auch nochmal so ein Drittel Schutz, nicht gar keinen Schutz, was ja immerhin besser ist als... Ja. Also auf einem Mund rumrennen oder ein Laschet mit der freien Nase. Oder so. Ich teile ja auch die Einschätzung, also das Robert-Koch-Institut meinte auch, es reicht auch, weil die Masken Awareness dafür bringen, dass du Abstand halten sollst. Weil du halt ständig daran erinnert wirst, dich von Leuten fernzuhalten, die eine Maske tragen. Also das ist halt auch eine Funktion der Maske. Ja, oder die coolen in der S-Bahn am Freitag, als ich mit Maske rumgelaufen bin und der eine meint, hey, erst Montag. Ich habe das auch Covid gesagt und der sagt irgendwie auch beschissen. Gestern waren es auch sehr wenig Leute, die Maske getragen haben müssen und gucken müssen, morgen nochmal hin, noch ein bisschen Zeug dann zum Sperrmüll bringen, was halt gestern am Sonntag nicht ging. Also was ich gedacht habe, was ich auch ganz gut finde, dass ich das noch nicht so viel in der Öffentlichkeit gehört habe, weil es ja so viele Maskengegner und Leute finde die scheiße und bla, dass sie gesagt haben, es kann aber auch von der Manpower nicht kontrolliert werden. Mhm. Also Supermärkte werden es mit Sicherheit einführen wollen, weil die halt einfach super Schiss haben, wenn dann mal einfach auch noch rumrennt, dass die halt richtig Probleme kriegen. Aber halt, weiß ich, in öffentlichen Bahnen so, also da, wo nicht kontrolliert wird, also kein Kontrolleur mehr rumrennt, da ist natürlich auch keiner vom Ordnungsamt in der BVG in der Bahn und guckt dir das an. So, erst also, wie in, halt, im schlimmsten Fall wie in Ischgl. Ja, genau. Wo der Barkeeper dann halt nochmal in die Cocktails hustet und dann sich alle wundern, was ist denn da los? Ja, in Baden-Württemberg war auch eine große Demo, wo Leute gegen Masken demonstriert haben. Ich hoffe auch gegen Chemtrails. Da waren einige Leute gegen Masken und gegen Impfpflicht. Ja. Was ist mit unseren Bürgerrechten? Ich hoffe so, dass Baden-Württemberg einfach ausstirbt in den nächsten 20 Jahren. Ich komme mal durcheinander. Baden-Württemberg, ist da Kretschmann oder Kretschmer? Thomas Kretschmer? Kretschmann? Keine Ahnung. Jetzt, wo du beides gesagt hast. Es gibt ja die beiden Ministerpräsidenten und ich bringe die halt immer durcheinander. Der eine ist doch halt irgendwie der grüne Typ. Ne? Naja, fragwürdig, aber offiziell ist er bei den Grünen, ja. Naja, wieso? So wie der grüne Standard jetzt ist. Q7, aber bei Bio. Aber ich meine, der ist ja wirklich schlimm. Es gibt ja schon noch andere Leute bei den Grünen, aber der ist also ein Musterbeispiel dafür, nur auf dem Papier grün zu sein. Ja, bisschen Trend. Ja, und du hast aber, wie viel Tuben Molto Phil habt ihr denn reingeballert? Eine halbe haben wir, glaube ich, verbraucht. Echt? Oh, das geht ja. Naja, aber, also ich meine, es waren halt keine so großen Bohrlöcher wie bei dir. Bei mir waren gar keine Löcher. Richtig, stimmt. Aber, ja, alter Finne. Was halt ein bisschen nervtötend ist, war, der Putz ist halt nicht fein geschliffen im Zimmer bei Dortmund. Das heißt, die Stellen, wo du den Molto Phil glatt geschliffen hast, sind halt viel glatter als der Rest der Wand. Ja, naja, weil Putz ja in der Regel nicht geschliffen wird, ne? Ja, ich meine, du kannst aber... Also habe ich halt auch schon gesehen, hier ein paar Leute im Haus, die ihre Wohnung gemacht haben, haben den Putz halt geglättet. Ja, gut. Wenn du den Aufwand machen willst, ja. Ja, aber das ist meist dann so, dass er halt, also ich meine, es gibt dann ja auch,
was dann natürlich die wenigsten Leute sich holen, weil du holst ja halt einfach so ein Multifill oder sowas, so eine Nachmache meist, dann ist gut. Aber es gibt dann ja halt auch so die gröbere Variante, die halt auch viel geiler bindend ist, weil die halt ja schon ein bisschen gröberen Anteil hat. Ja. Wenn du halt so eine besonders raue Wand hast und aber das ist halt auch die Scheiße, weil du hast halt einmal eins, wo du weißt, das funktioniert ja eigentlich. Ja. Und dann guckst du dir nicht erst die Wände an und die Porosität und dann gehst du nochmal im Baumarkt und sagst, ich hätte das. Klar, manche machen das, aber wir klotzen halt rein, was da ist. Ja, also ich meine, ich war auch überrascht, dass Multifill war günstiger als eine andere Variante, die sie im Baumarkt hatten. Also es ist auch gar nicht so teuer, das Original. Ich hatte jetzt die letzten Dinger immer geholt, als wir bei Lidl waren. Ja. Okay, da habe ich halt einfach irgendwie voll die Armee noch. Also ich könnte mir ein Regal aus Multifill drücken. Nee, da hatten sie gerade nichts, aber also das hatte ich halt im Baumarkt geholt und ja, gutes Spachtel hatte ich noch zu Hause. Ich muss auch hier nochmal an die Wand, wo ich die Tapete abgezogen habe, spachteln, weil da ist so ein Loch drin, wo ein paar lose Steine drin liegen. So ein paar lose Steinchen. Fusch am Bau und einfach die Tapete drüber. Muah. Geil. Ja. Ich hoffe noch irgendwelche Kaiser-Embleme auf der Tapete. Das ist eine Fuscharbeit, die hier gemacht wurde. Das heißt jetzt irgendwie, die Wohnung ist jetzt quasi abgenommen oder das Zimmer oder was war das jetzt? Ja, ne, es gibt halt eine Nachmieterin, jetzt müssen wir halt nochmal schauen, weil noch ein paar Möbel von Dortmund drin sind, aber die will die wohl übernehmen. Ja. Also, weil Dortmund einfach auch so viele Möbel hatte. Und die sind halt noch da und ansonsten streichen wir halt nochmal über die Multifill-Dinger drüber. Über die geflickten, Entschuldigung, ich muss gerade niesen. Niesen ist kein Symptom. Ja, also da streichen. Ich habe gerade gedacht, das wird hier immer privater, voll geil. Das Gefühl, einfach so ein Mitschnitt vom Telefonat. Ja, da müssen wir nochmal drüber gehen. Ansonsten ist eigentlich alles fertig. Also gewischt und so haben wir schon Fenster geputzt. Das ist schön. Wie geht's am Boden? Ausschlag, alles weg? Der Boden oder der Hoden? Das Ausschlag am Boden. Ich saß die letzten Tage nochmal am ewigen Terrarium, quote unquote, und hab's nochmal ein bisschen offen stehen gelassen, hab ein paar Paprikasamen reingedrückt. Ich glaube, langsam nähere ich mich der richtigen Balance von Wasser und Trockenheit. Also ich habe deins jetzt nicht mehr offen gemacht. Das letzte Mal halt irgendwann in Berlin und das ist zwar immer so ein bisschen Kondenswasser oben. Mhm. Alles ist ja eingegangen, aber es muss bleibt. Das Moos findest du irgendwie geil. Hast du durchgehend Moos drin? Was hast du denn da reingepackt? Na, nee, ist es durchgehend drin? Bedeckt es den ganzen Boden? Nee. Weil was ich gemacht habe, wenn du es noch ein bisschen trockener legen willst, Paprikasamen aus einer normalen Paprika 2 Tage in Kamillentee ziehen lassen und die dann reingedrückt und die sind gekeimt im ewigen Terrarium. Das ist ja geil. Und jetzt geht es ihnen ganz gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe es im Internet gelesen, dass man das machen soll, um die zum Keimen zu bringen. Und das, oder Römisch hat das einfach um die vorzubereiten. Ja, wahrscheinlich ist da irgendwas drin, was ein bisschen die Haut auflöst von denen. Grüße an alle Kamillencreme-Benutzer. Meine Haut löst sich wieder auf. An alle Kamillencreme-Benutzer, die aus Paprikakernen bestehen. Die sind gekeimt. Und jetzt steht es dann ein bisschen offen, um ein bisschen auszuziehen. Ich gucke jetzt immer mal ein bisschen, dass es etwas weniger Feuchtigkeit hat. Und dann will ich dem nochmal einen Versuch geben mit den Paprikadingern drin, die auch aussehen wie die Chili, wenn sie größer sind. Mhm. Chilis tragen jetzt ja richtig Blüte, ne? Stehen in voller Blüte, meine ich. Bei mir auch. Also, nein, ich meine ja deine. Ach so, ich dachte, bei dir auch. Total. Also die große ist richtig dabei. Die kleine hat auch so ein paar kleinere Blüten. Ach scheiße, ey, wäre das geil, wenn die wenigstens irgendwie da so 1-2 Bienen sehen würden oder sowas. Mhm. Dann würden die voll abgehen. Ja, also die sind echt gut. Gut dabei, wenn ich einen Balkon hätte oder irgendwie die auf die Fensterbank stellen könnte, ohne dass ich Gefahr laufe, die Kinder im Innenhof zu erschlagen. Ist so schlimm. Kommt auf die Kinder an, ne? Ja, wie immer, ne? Klaus, hast du eine Frage mitgebracht? Ja, klar habe ich eine Frage mitgebracht, Dirk. Gut, dass du fragst.
aufgrund eines unserer vielen Schandtaten auf Straßenschilder klettern, auf irgendwas machen, irgendwas sind wir in der finalen Zelle gelandet, einen Tag bevor unsere Todesstrafe verhängt wird. Was ist unsere Henkersmahlzeit? Das ist immer so ein richtig entspanntes Lockdown-Thema. Ne? Also ich glaube, also hier bei einem Tag, bevor du irgendwie da abkackst, ja, da will ich aber erstmal nochmal schön das Schloss von der Zelle ablenken und die Griffe und alles. Dann machst du also plötzlich die Corona-Challenge. Genau. Dann machst du richtig. Dann könnte man vielleicht, obwohl das könnte ja vielleicht doch schneller gehen, sonst hätte ich gedacht, könnte man auch nochmal so ein schönes Waschtab. Ein Tidepod. Das ist natürlich geil. Tidepod, ja. Ja, also Tidepods ist dieser amerikanische Markenname. Die gibt es ja auch im Deutschen. Die sind ja auch so gelig und so lecker. Also ich verstehe schon, dass man Lust hat zu essen. Also alle Hörer da draußen, jetzt mal schöne Schüssel Tidepods reinpfeifen. Ja, ist auch nicht schlimmer als Bleiche trinken. Also ja, genau. Stellt die Bleiche weg und jetzt esst euren Tidepod. Ja, also wenn ihr euch schon umbringt, dann doch bitte mit Frühlingsgeschmack. Ja, zumal, wie ist denn das, wenn du daran stirbst und dann kommt halt der Bestatter oder wer auch immer kommt, um den Leichnam abzuholen, ist man dann im Vorteil, weil man dann vielleicht noch gut riecht? Also ich glaube, der ganze Raum riecht gut, weil du dich wahrscheinlich mit grünen Seifenblasen übergibst. Ja, aber kommt da nicht Galle hoch und die riecht jetzt nicht so gut. Und ich glaube, du verätzt dir die Speiseröhre dabei. Ah, Fun Fact, ich habe letztens gelesen, das ist der Grund, warum der Körper, kurz bevor wir kotzen, so viel Speichelbild im Mund, ja. Ja. Ja, also kenne ich. Hattest du mir das auch erzählt, oder? Das kann sein. Weiß nicht. Ja, aber gut ist, das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man sich gleich übergeben muss. Plötzlich bekommt man so einen ganz feuchten Mund. Ja. Ich weiß ja, ich kann mir noch das Bild erinnern, wenn Festus früher halt dann irgendwo immer saß und dann, dann hast du mal gemerkt, okay. Also ich habe es nicht gemerkt, aber jetzt im Nachhinein, dass man sagt, alles klar, das waren schon ordentliche Vorboten. Der Körper hat schon gesagt, ja, die Schläuche vorne, die Kauleiste eingefettet, jetzt kann es losgehen. Jetzt. Raus mit dem Zeug, dann noch ein bisschen Feuerzangenbowle rein. Gut ist. Ja. Und eine Feuerzangenbowle zur Henkers Mahlzeit. Ach so, das beinhaltet natürlich auch Getränke, ne? Das ist jetzt ja nicht nur das... Also was dazu essen, ist halt immer schwierig, aber so zum Dessert eine schöne Feuerzangenbowle. Ja. Ja, aber generell, also wird es jetzt voll abdrehen? Also ich weiß nicht, ob man dann, also legt man dann nochmal Wert? Also beziehungsweise ist ja so ein psychologisches Ding. Ich habe mich gerade gefragt, ob man dann sagt, okay, du weißt jetzt, was kommt, jetzt nochmal einmal richtig schön lecker essen oder sagst, Alter, ist mir doch scheißegal, ey. Ich versuche jetzt aus einer Socke mich zu ersticken. Ich will doch jetzt nicht so lange warten. Und dann, warum sollen die denn auch Essen in mich reinstecken? Was soll denn das? Um den elektrischen Stuhl voll zu scheißen. Ja. Aber du hättest so deinen Fokus drauf, so, von meiner Zeit. Okay, du machen wir nicht. Ja, jetzt sind wir schon mal hier. Also, jünger kommen wir nicht mehr zusammen. Morgen Abend bin ich indisponiert. Ja, stimmt. Da bist du der Toast. Ja, wie ist es denn? Also ist wahrscheinlich nicht wichtig, aber ist in deinem Szenario vermutlich, dass wir irgendwie in Amerika sind? Oder? Ja. Und wir was sind heißt dann, gibt es Spritze oder Stuhl? Trump-Beleidigung. Ach, Stuhl. Holen wir die Klassiker wieder raus. Ich meine, es ist doch so schmerzhaft, der Stuhl bestimmt auch. Ja. Können auch was Erschießungskommando. Ja, das ist auch... Ach. Wieso denn überhaupt tot? Kann man nicht sagen, ja, du bist jetzt hier, weiß nicht, 3 Monate im Gefängnis und jetzt kommst du raus, kannst aber den letzten Tag noch was zu essen? Warum muss man denn das? Damit du einen guten Eindruck vom Gefängnis hast, wenn du rausgehst, oder wie? Ja. Dass du sagst, sie haben mich nicht immer gequält. Im Rückblick war es doch nicht so schlimm. Am letzten Tag gab es Spaghetti Bolognese. Ja. Ah, da muss ich gerade dran denken, ich habe letztens mal so einen großen Topf. Hallo, grüß dich, schön, alles Liebe, alles Gute. Schöne Grüße von Aaron. Ja. Schöne Grüße zurück, sagt Dortmund. Ja,
Danke. Ich hoffe, sie sagt es genau so. Ich werfe jetzt mal einen Lappen nach ihr. Das hört sie nämlich nicht. Ich weiß, was seid ihr wieder in eurem Game drin? Ne? Schatz, da ist ein Lappen in deinem Gesicht. Ich bin jetzt bei Fortnite, weil ich in letzter Zeit so viele Spiele gewonnen habe, werde ich nur noch mit so Teenagern gematcht. Das ist unerträglich geworden wieder. Und vorher wurdest du mit Senioren gematcht, oder was? Ja, vorher war ich auf dem Ü30-Server, wo alle Leute so gespielt haben wie ich. Und die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt. Ja, weil du ja selber so gut geworden bist durch deinen Lockdown. Ja, aber ich spiele ein ganz anderes Spiel als die. Letztes Mal wurde ich erschossen von zwei Leuten und die haben dann am Ende nur den Turm von Babel gebaut und sind dann da hochgeklettert. Ja, du machst ja gar nichts. Du jagst ja gerade die, die anfangen, was aufzubauen, oder nicht? Ja, manchmal baue ich so eine Wand oder manchmal baue ich eine Rampe, wenn ich irgendwo hinkommen will, wo es höher ist, aber bauen ist so mein letzter Instinkt, wenn ich in ein Feuergefecht gerate. Ja, das ist so ähnlich wie deine Frage jetzt. Also wenn ich weiß, dass ich gleich sterbe, dann ist so nicht der Gedanke an eine enorm tolle, leckere Speise. Ja, aber du hattest ja jetzt schon, du sitzt ja da in der Todeszelle über Jahre fest und wartest eigentlich nur auf deinen Termin. Ja, aber wenn du weißt, dass er jetzt dran ist, weil jetzt kriegst du dein Essen, dann bist du doch nicht. Nee, du, drauf, weil du sagst, weißt ja über die Monate dann, dass es jetzt dran ist und dann hast du noch dein Essen gut. Kannst noch ein bisschen Schaden machen. Also, du meinst, du kriegst das Essen und das ist nicht dann unmittelbar danach, dass es auf den Stuhl geht, sondern. Doch, schon, aber also traditionell, ich glaube, eigentlich ist das mit der Henkersmahlzeit auch ein Gerücht, aber wir wissen jetzt, Mitte Mai ist der Termin, geht's auf den Stuhl. Und dann kannst du dich ja schon mal mental darauf vorbereiten. Mitte Mai gibt es zum letzten Mal was Leckeres zu essen. Du hast so ganz unangenehme Fantasien, muss ich sagen. Also die meisten essen das wohl auch nicht. Es wird wohl selten angerührt. Ja, surprise. Ja. Mir fällt es sehr schwer. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend selbstgemachtes Curry mit selbstgemachten Dinkelnudeln gefuttert. Das war ein geiler Scheiß. Mit Currypaste, richtig? Nee, mit Currypulver. Okay, das haben wir auch mal. Currypaste gab es leider nicht. Ja, das mussten wir auch neulich machen. Also eigentlich wollten wir auch mit roter Currypaste, aber dann haben wir auch Currypulver genommen. Ja, geht auch klar. Also ich fand das ja geil, es war halt dann irgendwie, dass du unheimlich viele Paprika dann irgendwie klein hackst, da reinpackst und dann war es halt natürlich vegan, das heißt irgendwie Basis waren halt Linsen, Zwiebeln und sowas noch dazu und dann natürlich Kokosmilch. Geil ist immer, wenn du die von Rossmann holst, dann hast du die Dose, machst halt auf und du hast dann eigentlich nur so Kokosbutter. Das ist halt alles brutal fest. Ja. Wenn du so 3-4 Zentimeter tief kommst, dann drückt der Finger einfach, das ist das Ganze im Gesicht. Und die Fettplocken, die kannst du dir dann in die Suppe reinpacken. Also wir hatten welche von Lidl, das ging voll in Ordnung. Also die hatte halt so eine cremig-sämige Konsistenz durchgehend. Ja gut, aber hier in Wittenberge, ne, da kauft dann einmal im Jahr jemand, glaube ich, Kokosmilch. Du hast ja auch das B-Lidl. Ja, und das auch noch. Habe ich dir schon erzählt, meinen eigenen Erfolg durch meinen, ich habe doch den ja. Herrn Lidl geschrieben. Ja. Genau. Und mittlerweile, surprise, veganer Aufstrich, vegane Pizza, die ganzen Beyond Meat, nee, was heißt das? Ist Beyond Meat? Next Level. Die ganzen Next Level Produkte, alle am Start. Also, die sind dann halt auch gerne mal ausverkauft. Ja. Aber früher haben sie ja gesagt, die gibt es nicht hier. Ich musste mich zurückhalten, derselben Person nicht ins Gesicht zu schreien. Na, gibt's wohl schon, wa? Gibt's wohl schon. Guck mal. Und dann einfach vor den Augen essen, noch im Laden. Ja, die gefrorene Wurst. Ich finde ja, das ist bei den Next-Level-Produkten, also so dieses, du kannst ja mal ins Patty beißen. Gesundheit. Aber Gesundheit. Keine Reaktion. Sie hat gehüstelt, sagt sie. Aber es ist irgendwie komisch, das Gefühl, in so eine rote Linsenpaste, in so eine feste zu beißen. Rote Linsenpaste? Ist das nicht größtenteils rote Linsen? Das sind die Next Level Burger? So. Ich glaube. Ja. Irgendwas in die Richtung. Was hatten wir? Es gab neulich bei Lidl wieder mal Eiweißriegel, unter anderem auch vegane. Echt? Von Skier. Was? Also von der Skier Eigenmarke. Es gab auch nicht vegane von Skier.
Ach, schwierig. Es gab auch einen veganen. Wir sind alle nicht so. Bisschen. Ich hatte ja irgendwann mal veganes Eiweißpulver mir geholt und das war ungefähr von der Erfahrung so räudig wie die allerersten Eiweißpulver, die wir damals im Studium hatten. Diese leicht zu süße und zu vanillige Vanillepulver, die sehr schlonzig werden, wenn du die halt berührst. Ja. Und so. Also wie wir davon so 3 Gläser jeden Tag in uns reinkippen konnten. Alter. Und so kreativ. 1 Liter zu 500 Gramm Nudeln. Also was hatten wir denn für einen Durchlauf? Also wie viel Bandwürmer war denn unser? Also wir waren ja wahrscheinlich 70-30 Bandwurm und Mensch. Ja, der Dickdarm einfach durchgehend bis oben hin gefüllt. Ja. Oh mein Güte. Ja, okay. Also so einen schönen Eiweißshake. Ja. Wir haben, was ich auch wahrscheinlich auch schon länger, aber gar nicht auf Schirm hatte, Ben & Jerry's veganes Eis geholt. Ja. Ja, klar. Scheiße. Ich habe, das hatte ich neulich mal gehört, einer von den Ben & Jerry's Leuten, also entweder Ben oder Jerry, ich weiß nicht mehr welcher von den beiden, also das sind ja auch wirklich die Geschäftsführer, auch immer noch, glaube ich, der leidet an Anosmie. Also der kann nicht riechen und nur ganz, ganz schlecht schmecken. Und deswegen. Oh Gott, der hat Corona schon ewig. Ja, und deswegen war seine Weisung immer, da mehr Geschmack reinzupacken ins Eis. Deswegen schmeckt es so intensiv. Ich dachte, weil die halt irgendwie ihren Kiffergemeinde halt so frönen wollten. Nee, das ist der Typ hat einfach medizinisches Leiden und weiß es nicht besser. Ja, aber muss da nicht halt irgendwie ein Mitarbeiter irgendwann mal gesagt haben, Mr. Jerry, Alter, das kann kein Mensch essen. Das der ist Erfolg gibt ihm recht. Ach Gott, also die sind ja riesig geworden. Damit. Ja, aber teilweise, also ich habe jetzt ja, die Sorten sind ja halt auch immer, wo du weißt ganz genau, also das erste ist, dass das Ding 3/4 gefüllt ist mit Zucker. Ja. Weil das ist halt einfach so süß. Das kannst du strecken. Jedes Ben & Jerry's kannst du halt eigentlich nur mit Eimer Milch strecken. Ja, hinten. Jo, tschüss. Moment, da vorne am Fenster. Was machst du denn? Ich zeig auf die Post. Es ist ja wenig Eis und wenn ich es gegessen habe, letzte Zeit einfach nur im Kaffee. Und dann hast du ja sowieso schon so einen Gegenpol. Ja, stimmt. Also einfach nur Espresso, ein paar Eiswürfel rein und dann ein bisschen nussiges Eis. Das hätte ich, glaube ich, auch als Henkers mal erzählt. So ein richtig geiler Eiskaffee. Weißt du was? Wie wäre es denn, wenn wir uns einfach mal das bestellen, was wir damals immer in der Dachpizza sonst bestellt. Genau. Ja. Aber auch von der Bedienung, bitte. Puh, Kati von damals. Kati hieß sie, siehst du, zum Glück. Ich wusste schon nicht mehr. Ja, Überraschung. Hey Jungs, wird hier reinkommen, es regnet. Nee, ist okay. Du bedienst auch draußen. Ne? Ja, aber es wir waren schon nicht. Coole Typen. Alter, deine Pizza ist Suppe. Ja, und ich hatte Gnocchi an dem Tag, das weiß ich noch. Würdest du wahrscheinlich ein großes Glas Gnocchi. Gnocchi Verdura. Ja, ich weiß nicht, was ich hatte. Also das hatten wir ja gerne mal gegessen und irgendwie Gnocchi in Tomatensauce mit Käse überbacken, also mit Mozzarella-Käse überbacken. Für 2,50 Euro. Qualität hat ihren Preis. Geiles Essen war das, ja. Die Dachpizza gibt es auch nicht mehr, ne? Das Restaurant. Ja, hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Irgendwie haben sie gemerkt, dass, glaube ich, diese Imbiss-Variante halt immer noch geil ist, weil Dachdöner und Dachpizza Original, die sind ja... Ich meine, die waren ja voll. Ich glaube einfach, die Miete war zu hoch. Ja, haben sie wahrscheinlich hochgerissen, ne? Weil das Ding hat ja echt zu etabliert. Und die haben ja irgendwann die Preise auch ein bisschen angezogen. Ja. Und trotzdem war es halt noch... Also ich meine, der Vorteil ist halt, du konntest halt als Student oder sowas halt dann mit deiner Freundin auch mal essen gehen, ohne das Gefühl zu haben, ich habe jetzt keine 30 Euro für ein Essen. So. Aber ich meine, die Sache war halt, viel höher hätten sie mit den Preisen halt nicht gehen können, weil das halt die Qualität hat auch nicht hergegeben. Ja, auf jeden Fall. Das war ja richtig Billo-Scheiß. Also jetzt würde ich, glaube ich, sowas nicht mehr essen. Nee, jetzt generell nicht, aber... Schwierig.
Ja, ich meine, so eine richtig geile Pizza, manchmal habe ich schon Bock drauf. Neulich hatte ich auch mal eine bestellt. Aber eigentlich, ne, also so ein Burger vielleicht. Bist das du gab's abgelenkt? Du klingst die ganze Zeit so, gestern. Als ob Dortmund vor dir rumtanzt. Ja, so in der Richtung. Güte. Dortmund, benimm dich. Der Mann muss jetzt mal kurz eine Aufnahme machen. Ja, also. Oh Gott. Was hältst du denn von einem Burger? So ein schöner Jospers Holzkohle-Burger. Ja, super. Ach, Klausel, Mann, ey. Ja. Was will ich Ihnen sagen? Ich habe letztens hier Pizza Planet, kennst du auch, gibt es auch überall, ne? Ja. Eine riesige Pizza mit veganen Pizzaschmelz gegessen. Mhm. Das war ein geiler Scheiß. Okay. Klebt wie Sau. Also, als reinigst, oh lecker, und hast halt aber erstmal sowas wie so eine Haut immer auf dem Zahn. Denkst du, mal innen das. Und das bei jedem Biss. Okay. Aber an sich ganz gut. Pizza Schmelz. Also ich kenne halt vegane Pizza aber noch von vor Ewigkeiten. Und da war das ziemlich räudig. Das war wahrscheinlich nur ein Brot mit Salat drauf. Ja, ne, da war und schon so auch heiß. Irgendwie so ein Ersatzkäse drauf. Aber es war halt so. Kennst du Simply Käse? Heißt der Simply? Diese ganze Simply the Käse. Der? Da, der Würzige, der ist halt echt krass gut. Also diese Entwicklung. Weil ich hatte das Gefühl, vegan hat er halt erst so angefangen mit ganz vielen Fleischersatzdingern und Käse war immer so ein bisschen hinten. Also bis auf die Aufstriche. Also ich finde, Aufstriche ist halt ja auch alles geil. Und auch Frischkäse-Zeugs halt auch ziemlich gut. Aber halt so Scheibenkäse war immer ziemlich assi, habe ich gedacht. Und dieser Simply-Käse in Würzig, alter Finne. Also ich gedacht, das wird schon krass schnell so die Entwicklung. Aber das ist irgendwas, das hat irgendeinen Grund mit dem Protein, was Käse hart macht. Ja. Also ich glaube, das habe ich mal gehört, das ist nicht so leicht herzustellen oder nicht so leicht eine Textur abzubilden von so veganem Zeug. Käse ist auf jeden Fall ganz oft die Basis Lupin. Und Lupin hat einfach so einen krass hohen Eiweißanteil. Und dann kriegen sie halt dann so eine Käsetextur irgendwie hin. Aber Lupin ist eh irgendwie geiler Scheiß. Also auch Lupin-Eis und also ein Rotz ist halt aus Lupin. Okay. Krass. Lecker. Muss ich mal. Ja, was würdest du denn trinken? Würdest du halt hier irgendwie so eine alte Fritz trinken? Oder sagst du jetzt hier. Scotch vielleicht? Mal, ja, also so ein 500-Euro-Scotch oder so. Nochmal den ich mit Petit und Brownie gekauft habe. Wenn sie den nochmal irgendwo auftreiben können. Der war mir ja zu sherry-lastig irgendwie. Aber also war schon geil so, aber ich glaube, das ist ein anderer. Was wäre denn so deine Scotch-Wahl? Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, irgendwas torfig-rauchiges schon. Da kenne ich mich halt nicht. Also ich meine, dann mal halt so gängige Sachen mal probieren. Von Artbeck gibt es natürlich auch nicht nur 10 Jahre, sondern von Artbeck gibt es ja halt auch 40 Jahre. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, sind halt einfach nur mehr Aromen und jetzt nicht intensiverer Rauch oder so. Ich glaube, wenn, ist der Rauch wahrscheinlich sogar eher ein bisschen weg. Ja. Oder? Also ich meine, der Alkohol verpufft ja so ein bisschen. Das würde mich immer. Ich sag's gleich nochmal. Puff. Tuff. Würde mich überraschen, wenn der, also dieses krass rauchige Aroma so bleiben würde, weil es, also ich finde auch der Lafroy wird doch auch ein bisschen milder, oder? Wie der wird? Meinst du mit der Zeit, wenn er aufsteht? Nee, also der 16-Jährige ist milder als der 10-Jährige. Nicht ganz so rauchig. Echt? Oder ist das umgekehrt? Also oder hat er so einen Peak? Ja, umgekehrt. Also ich habe nur den 16-Jährigen, glaube ich, immer getrunken. Deswegen, also wie so 10, 12 und so, ich glaube, die fand ich immer ein bisschen intensiver und den 16-Jährigen ein bisschen oder vielleicht im Abgang ein bisschen milder. Ich hab jetzt eine Erdbeerpflanze auf meinem kleinen Balkon. Hm. Ist die schon? Wenn er macht, dann habe ich wirklich Erdbeeren auf meinem Balkon. Wie habt ihr die
Habt ihr die gekauft oder? Ich glaube, es ist ein Ableger von Simone, hat da so viele Erdbeerpflanzen. Ah, okay. Ja. Und letzte Woche spazieren und Simone, das habe ich jetzt nicht ganz erkannt, aber dann, als ich dran gerochen habe, hat sie wilden Schnittlauch gefunden. Mhm. Der also riecht gar nicht so zwiebelig, sondern fast knoblauchig, so ein bisschen wie Bärlauch. Ja. Da einfach mal ein bisschen was ausgebuddelt. Und wenn das jetzt hier auf dem Balkon mehr wird, also das Krasse ist, dass das Ding, die Dinger sind ja immer gezüchtet für den allgemeinen Geschmack. Und die aus dem Wald und sowas, die sind ja richtig scharf. Also hast du dann halt diese Zwiebelpflanzen, wenn du die halt aufschneidest, denkst du, oh, brauchst du ja gar keinen Pfeffer dazu. Das ist schon ordentlich. Neulich hatte ich mal wieder Minze gekauft und die in der Mitte, also in der Mitte den Wurzelballen durchgeschnitten und gleich auf zwei Töpfe verteilt. Die ist auch richtig gut gesprossen. Du hast den Wurzelballen durchgeschnitten? Ja, genau. Also du, wenn du den Topf direkt vor dir hast, schneidest du einmal geradeaus, also du siehst mich ja, schneidest du einmal, wenn hier die Minzpflanze ist, einmal geradeaus so durch, dass du die quasi aufteilst. Du kannst es auch vierteln, dann haben die Wurzeln halt mehr Raum, sich zu verteilen. Und dann hat die Pflanze halt größere Chancen, ein bisschen größer zu werden, was halt tut den Pflanzen halt ganz gut. Also und gerade Minze keimt ja wie Unkraut. Das ist ja nicht so ein Problem. Also die kleine Minze, die ich aus Berlin noch hatte, die wächst ja auch noch. Ja. Aber die wird halt nicht krasser. Die wird jetzt nicht größer und sonst was. Also die ist halt da. Aber ich habe das Gefühl, ich kann ja jetzt nicht jeden zweiten Tag Blätter abschneiden, weil dann ist es Feierabend. Ja, ja. Also dann ist Schluss. Also ich meine, so schnell kommt die halt auch nicht im Sommer. Wächst halt ein bisschen schneller und die Blätter werden auch größer. Ja. Also so halt, so habe ich das halt immer mit der Minze erlebt. Ich habe ja irgendwie diese großen Cocktailminze geholt da. Mhm. Also die halt auch immer in Mojito reinklatscht. Und ist doch Pfefferminze auch. Da muss ich echt immer drauf aufpassen, dass halt genug Wasser ist, aber dann schießt die richtig ab. Also vor allen Dingen, wenn die jetzt draußen steht. Also ich habe die am Fensterbrett direkt und die läuft auch gut. Also Basilikum, da hatte ich bisher immer Pech, aber gerade sieht es ganz okay aus mit der Pflanze. Ja. Die habe ich auch auf zwei Töpfe verteilt, deswegen hat die ein bisschen mehr Raum. Die macht gerade den Eindruck, als ob ich da ein bisschen länger was von habe. Auch geil. Also ansonsten, ja, die Chilis hier, kann ja ein bisschen aus meinem Garten erzählen. Die Monsteras werden immer größer. Ein paar Paprikapflänzchen habe ich, aber da mache ich mir jetzt keine Hoffnung, dass die großartig Paprika tragen. Ich habe letztens bei Instagram, manchmal diese Instagram-Werbung packt mich ja total, da gab es halt irgendwie so wie so Aufzuchtschälchen, also so ganz groß, also so große, sah aus wie so ein Backblech aus Plastik, da drinnen halt so ganz viele kleine Würfelpositionen. Dass da halt dann irgendwie, und das war so, also es war wie so weiches Material, keine Ahnung, so Nanoscheiß, ich habe keine Ahnung. Und da einfach nur Samen drauf und da drauf klippst du dann halt wieder wie so eine Führungsöffnung, wieder so, so ein Schachbrett. Und da schossen dann alle möglichen Kräuter, die dir angeblich zu Hause halt einfach ziehen kannst. Und du brauchst halt keine Erde, nichts, sondern diese komische Plastikgitter, was halt da drin ist, reicht der Pflanze aus, um dich festzuhalten und da lang halt die Wurzeln zu schießen. Du musst halt unten immer noch ein bisschen Wasser reingießen und dann kannst du halt dann zu Hause, wenn genug Licht halt da ist, irgendwie. Hat nicht Römisch, hat doch auch mal so in so Glaswollewürfel oder sowas. Was? Pflanzen gesetzt. Detlef Römisch hat auch mal in so Glaswollewürfel Pflanzen gesetzt. Was sind jetzt denn Glasrollewürfel? Ich glaube eigentlich dieses Zeug, mit dem du Häuser isolierst. Ach so, Glas. Ach so, okay, ja. Und da hat er Pflanzen reingesetzt und die sind auch gekeimt. Also das einfach sich halt mit Wasser vollziehen lassen. Es war halt eine Riesensauerei, das zu lösen. Was ich jetzt zum ersten Mal gekauft habe, ist Granulat. Also die klassischen 80er-Körnchen? Oder was? Ein bisschen feiner. Ich habe es gerade nicht vor mir, aber das habe ich halt im Baumarkt mitgenommen. Weil ich dachte vielleicht, wenn ich irgendwas umtopfe, probiere ich es auch mal mit dem Granulat und nicht mit dem mit der Blumenerde. Ich habe jetzt auch so ein paar Töpfe umgesetzt und dann wird ja mal ein kleinerer frei und dann werden die Pflanzen alle einmal befördert in den jeweils größeren Topf. Ja, Granulat ist ja auch natürlich ein bisschen geiler, weil du weißt halt von wegen, dass es immer eine geile Wasserspeicher ist und die ja auch irgendwie so mineral angereichert sind, die geben halt über eine super lange Zeit das ab und nicht halt so wie Erde, die dann schnell platt ist. Ja, und dann bist du halt, also ich weiß nicht, ich dünge ja eigentlich nicht, außer halt mit Kaffeesatz.
Oder wenn du betrunken mal einen Becher kotzt. Also. Ja. Ja. Also von daher, das fehlt ja auch an Nährstoffen. Ja. Ja, was ich halt mal gehört habe, was du ja auch kanntest, beispielsweise Eierschale ins Wasser reinhauen und dann hast du halt immer ein bisschen. Ja, aber es ist nicht, das macht es auch noch kalkhaltiger, oder? Ich glaube, das spare ich mir hier in Berlin lieber. Also, aber das ist doch Wasser hat doch auch schon aus der Leitung einen gewissen Mikrosiemens-Wert an Nährstoffen. Der ist, glaube ich, in Berlin relativ Calcium, hoch. Calcium, Magnesium ist ja ganz gut vorhanden, ne? Ja, durch eben. Und, also Kalk, ich meine, das ist halt. Ja, und das ist halt, wenn du das Berliner Wasser hast, das düngt ja so schon ein bisschen auf. Muss halt, also bisher hat es auch bei allen Pflanzen gereicht. Ich glaube, an Nährstoffmangel ist ja noch nichts verendet. Das hatte immer andere Ursachen. Sag mal, bist du immer noch so straight, dass du halt wenig draußen bist? Ja, ich stehe immer noch nicht auf Männer. Komm klar, jetzt überlegst du ja doch mal. Ja? Ich kenne schöne Autobahnraste. Ja, Autobahnregeln sind andere Regeln. Okay. Ja, Entschuldigung, was war jetzt? Ob du halt immer noch so sehr reduziert draußen bist. Und, ja. Also ich war auch ewig nicht mehr laufen jetzt, obwohl ich in der Anfangszeit mal ein bisschen laufen war. Und jetzt halt wirklich nur, also Dortmund und ich waren halt immer ein bisschen unterwegs in die WG, um da halt ein bisschen was zu machen, noch ein bisschen Kleinscheiß und so mitzunehmen, der noch da war. Das ist doch bestimmt totaler Stress, oder? Wenn du da quer durch Berlin mit Öffis fährst. Ja, mega stressig. Also, beziehungsweise hat Dortmund nicht einen Führerschein? Nee. Nee, sonst wäre das alles kein Problem. Also ich meine, das ist halt auch so scheiße, weil wir beide keinen Führerschein haben, können wir nicht mal spontan zum Sperrmüll. Ja. Und so ein bisschen Zeug, das ist halt immer so ein Riesenakt. Ein bisschen was haben wir jetzt an der Kammer gemacht. So ein Regal befüllt. Da kann man wieder einen Fuß reinsetzen, einigermaßen. Nicht schlecht. Ich muss an einen Schreibtisch da, der in der Kammer war. Ich glaube, jetzt habe ich bessere Chancen, den für 20 Euro loszuwerden, als damals, wo Ikea zu hat. Ach, das wollte ich noch erzählen. Wir wollten ja ein paar Sachen bei Ikea bestellen. Also einfach so billige Holzregale und sowas für die Kammer. Und erstens hätte das 40 oder 50 Euro Liefergebühr gekostet. Was? Und das wäre in zwei Bestellungen da gewesen. Eine Mitte Mai und die andere Mitte Juni. Wir auch dachten, ja, dann nicht halt. Dann basteln wir das irgendwie anders. Weil die Bretter haben wir halt hier und da fehlen halt diese Metallgestelle für die Regale. Und ansonsten holen wir halt im Baumarkt so ein paar Billo-Regale für die Kammer. Da kommt es ja oft nichts an. Kosten halt 5 Euro mehr. Aber geht ja nur um so billige Aufstellregale. Ja. Das ist ja echt. Nee. Ja. Und bastelt ihr noch ein bisschen an der Einrichtung rum, oder? Ja, also es gab ja eh durch diese, ich weiß nicht, du hast doch alle Zimmer gesehen, ne? Ja. Wenn also nicht lange, aber ich habe alle. Rechts, wenn du ins Wohnzimmer reinkommst, rechts hinter der Tür, da gab es halt so eine Nische, dass da halt so Bretter reingesteckt wurden. Ja. So. Und da habe ich halt dann noch zwei Ebenen höher gemacht und Simone hat die Bretter weiß gestrichen, weil die waren ja hässlich wie die Nacht. Ja, ich. Die waren halt schon da. So. Und die sind so demnächst jetzt fertig, damit man halt auch mal ein bisschen den Scheiß wegstellen kann. Ja. Und das Große, was du ja mitgekriegt hast, ich habe jetzt endlich das erste Mal eine den Spüle Penis gewaschen. Eingebaut. Ja, das auch. Nee, aber eine Spüle eingebaut und das mit unserem Multitool von Lidl, dieses lästige, dumme Kinderwerkzeug. Und das Waschbecken war kreisrund. Ja. Und anstatt dann halt irgendwie, wie es halt vorgegeben ist, halt eine Linie ziehst und dann halt mit der Stichsäge einmal im Kreis ziehst, habe ich dann halt einfach nur mit diesem zwei Finger breiten Holzding immer gerade runtergesägt. Und da 400 kleine Ecken und daraus dann quasi einen Kreis geformt, bis ich dann einmal rumkam. Polydekaeder. Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Es wäre mir mehr eckig. Ja. Ja. Mehrfach eckig, ja. Ja. Und dann versetzt dann noch die Waschbecken, die Küchenarmatur dann da reingekloppt, sowas. Und dann war es halt irgendwie so eine nicht das klassische mitteleuropäische Abflusssystem mit einem Siphon in so einem Bogen. Ja, das meinst du schon. Wo du so eine Boiler hast. So, ja. Ja. Das ist halt
eigentlich viel geiler, aber dann es halt so ein Billo-Plastik ist, musste halt 100% und habe dann natürlich eine Isolierung da halt irgendwie verdrillt und dann lief das Wasser an der Seite und dachte, oh, scheiße. Ey, das auch so Siphonrohre und sowas anbringen und wenn es dann halt immer so ein bisschen schwitzt und das ist echt so eine richtige Scheißarbeit. Voll. Also auch mit Silikon alles abdichten. Ja. Also Silikon stinkt ja auch. Also riecht richtig, als ob du so konzentrierten Essigreiniger gerade ausgeschüttet hättest. Ja, und dann halt immer da nachbessern. Und das. Ja. Ja. Aber wenn du das einmal gemacht hast, also wenn du einmal so ein Waschbecken einfach in so eine Arbeitsplatte reingesägt und dass das alles funktioniert, dann dachte ich auch schon, boah, schon geil. Ganz geil. Ja. Aber das bleibt jetzt offen bei euch? Nee, da kommt dann noch also ein Tuch oder sowas davor. Okay. Ja. Aber dass man halt auf jeden Fall das ganze Holz so sieht. Ich habe das Holz halt irgendwie ja nochmal geölt und sowas, aber jetzt merke ich halt schon, dass es regelmäßig einfach nass wird. Es sah jetzt noch nicht so aus, als ob das irgendwie stört. Ja. Aber weiß ich halt nicht, ob ich da. Du hast doch so Arbeitsplattenöl genommen, oder? Genau, das, was ich halt immer nehme, was ich halt auch für die Blumenkästen genommen habe. Warte mal ganz kurz, ich mache ganz kurz Pause. John ruft an. Okay. Er will seine Leiter haben. Ja, wahrscheinlich. Johnny. Was ist los? Ja, danke. Eins. Wir sind wieder da. Ja, also. Ich weiß auch nicht. Ja. Bist du zu Hause? Ich brauche meine Leiter. Ja, Leiter nein. Habt ihr den mal jetzt gebrauchen können bei euren Umbau? Ja, zum Streichen. Die brauchen wir eigentlich normal. Ich hatte darauf spekuliert, dass John die nicht braucht, aber. Das ist ja eigentlich Matzes Leiter, ne? Ja. Und? Was macht der so im Gefängnis sitzen wegen Steuerschulden? Was? Der kommt richtig gut raus. Der macht Stars in... Stimmt, Stars on Ice. Wenn jetzt alle Veranstaltungen weg sind, dann sind natürlich auch alle Lichttechniker gefickt. Ich kenne einen aus dem Café, der ist halt auch Licht- und Veranstaltungstechniker. Und? Was macht der jetzt? Ja, macht er jetzt. Hoffen, dass der Bitcoin bald bei 100.000 ist, so wie wir. Boah, geil, der ist schon über 7. Oh, endlich. Ja gut, dann rappen wir doch mal ab, wir sind schon fast bei einer Stunde. Ja, heute haben wir uns ganz schön durchgeschnallt. Ne? Dein Menü, die Menüzusammenstellung bitte. Wir sind hier am Drive-In der Todeszelle. Ja, also ich nehme auf jeden Fall so einen richtig, richtig dummen Eisbergsalat vorweg mit so einer billigen... Wärst du noch vegan? Bitte? Wärst du noch vegan für die letzte Mahlzeit? Ja. Ich nehme doch nicht vegan jemanden ins Grab. Vegan oder gar das nicht? Das ist ja wohl der Hintergedanke. Und dann gibt's irgendwie so eine Suppe. Also ich möchte irgendwie sowas essen, wo ich denke, das war nix. Dann kann es auch gehen. Nice. Und dazu gibt es dann noch so einen richtig ekligen Eiweißshake. Richtig fades. Genau. Ja. Und dann am besten sowas Dummes wie Götterspeise im Nachhinein. So vegane Götterspeise. So vegane Götterspeise, die nicht gezuckert wurde. Genau, so. Du hast halt einfach nur so einen bizarren Glibber im Mund. Du denkst, du isst so eine Qualle. Ja, ist doch eine Qualle. Ja, das ist ja nicht vegan, die arme Qualle. Ja, was wäre denn Klaus? Würde er denn auch so? Oder ich glaube, so ein Jospers Avocado Burger. Du beschreibst ja nur, worauf du jetzt Hunger hast und nicht, wenn du kurz vorm Tod stehst. Ja, ich muss ja nicht essen, aber mal dran lecken oder so. Hast du denn was bestellt zwischendurch mal? Relativ häufig, ja. Also wir haben, Dortmund und ich, haben das Ritual, wahrscheinlich weil wir wie pavlovsche Hunde darauf konditioniert sind, einfach immer was zu essen zu bestellen, wenn wir den ganzen Tag ein Fotoshooting gemacht haben. Also Blitzreflexe, die sind für euch die Glocke. Ja, mehr oder weniger. Und ihr hattet ja heute ein Fotoshooting. Ja, wir haben gestern was bestellt, weil wir den Umzug in die Kammer gemacht haben. Deswegen geht es heute nicht. Deswegen müssen wir heute kochen. Was? Wieso denn? Ja. Buh. Allerdings Buh. USA. Du sagst es. USA. Du sagst es. Dann möchte ich gerne den Kopf von Donald Trump essen. Oh, stimmt. Man könnte noch was Sinnvolles machen. Hab ich gar nicht dran gedacht.
ja. So ein Indiana-Jones-Menü, dass man halt Donald Trumps Hirn isst. Wahrscheinlich hast du dann einen Teelöffel und denkst, ist trotzdem viel zu groß, der Löffel. Ja, was haben wir denn noch so Gutes? So einen guten Schluck Whisky, ein Glas Rodeberg und eine Feuerzangenbowle. So unsere vier oder fünf Mann-Portion hätte ich gerne alleine für mich. Das Gute ist, du brauchst ja nur diese kleinen lächerlichen Tassen, die du immer hast. Und du kannst ja nur zweimal dran schlucken und dann war es das trotzdem. Also das ist ja. Also wenn man immer sagt, ja, Alkohol, das ist so keine Droge, aber da merkt man, das ist am dichtesten dran von Droge überhaupt. Eigentlich gar kein Alkohol, sondern aufgelöstes MDMA. Ich kann diese Tassen auch für nichts anderes nehmen. Also die sind für mich so mit Feuerzangenbowle verbunden. Ich wollte gerade sagen, die sind psychologisch so behaftet. Ja. Ich schätze mal, dein Körper fängt schon an zu schwitzen, wenn du nur den Henkel anfasst. Die sind halt auch als richtig räudige Sonntags bei Oma Kaffee- und Kuchentassen. Ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob man mal was ändern soll, bis ich dann gedacht habe, nee, jetzt haben wir es überschritten, der Zenit ist durch, wir müssen diese Scheiße genauso weitermachen. Ja. Ich bin ja froh, dass wir eine Feuerzange haben und nicht immer noch irgendwie fünf Messer nebeneinander stellen und warten, bis die reinfallen. Es hat halt auch schon was, aber gut. In diesem Sinne, wickle ich uns mal ab. Wir waren für Nüsse mit Dirk und Klaus. Genau, ihr könnt uns schreiben für nüsse@gmail.com, falls ihr weiterhin so sexy Fragen habt wie Klaus, wo machst du deine Frisur? @fürnüssepod. Und weiterhin abonnieren wie die wilden Hunde bei Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Oder allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. Oder aber kommt uns besuchen in der Pimmelheimer Straße und in der am Pimmelpfortenweg. War deine Adresse, oder? Ja, Pimmelpfortenheimer Weg. Ja, Pimmelpfortenheimer Weg. Gut, noch irgendwelche abschließenden Worte? Bestellt euch den Kopf von Donald Trump. Aber keine Bleiche dazu trinken. Nee, und auch nicht ultraviolettes Licht draufstrahlen, dann zerpufft er. Gut, dann in dem Sinne. Tschüss. Tschüss.